brauche Kaugummi, ich brauche Fernsehen. Und mich führt niemand auf Holzwege. Ich muss wieder in den Lift, zurück auf die Rolltreppe. Das grelle Neonlicht vernichtet jede Finsternis. Ich bestelle etwas Noppenschaum im Internet. Crystal Meth, Synthetik, Ästhetik. Die Natur ist mein Feind, auf ewig. Tankstellendämpfe, schmelzendes Plastik, Geschmacksverstärker, ich bin ein Stadtmensch. Zurück zum Beton, zurück zum U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton. Let's go, let's go. Aus Bäumen macht man Karton. Zurück zum Asphalt, zurück zum Asphalt, zurück zur Autobahn, weg vom Wald. Ekel, Ekel, Natur, Natur, Stürme. Außerhalb der Zivilisation ist schwarz und böse. Die Wälder und Fluren dieser Welt sind Satans Kirche. Blut tränkt im Waldboden, die Väter zerhacken ihre eigenen Kinder, wenn sie die Nester. Recht des Stärkeren, jede Pflanze will die andere zum Fahren. Sie geben sich zum Licht, doch werfen Schatten nach unten, saugen ihre Nachbarn in ihren Saft. Würde dich töten, wenn du ihn lässt. Pass auf, dass du nie die betonierten Wege verlässt. Seit Anbeginn der Zeiten, Odysseus der Antike, ist die Aufgabe des Menschen, die Natur zu besiegen. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton, aus Bäumen machen. Die Ex-68er leben in einem Turm. Dort leiten sie erfolgreich ein.
eine Werbeagentur. Das ewig gleiche wird stetig als neuartig vermarktet. Und Revolte zieht doch heute keine Leute auf die Straße. Was auch besser ist, wenn man die Menschheit ansieht. Wenn es runtergeht, werde ich Ex-Terrorist in Zeiten. Wird es immer jemand geben, der da Bücher drüber schreibt. Jede Epoche hat die Kunst, die sie verdient. Wir schufen eine Welt, die größer wurde als wir selbst. Wir beschrieben sie als Kunst, der uns unter sich begräbt. Die Gänger verleiden, die wir uns nicht lossagen. Die Mission zu unterbinden kann nicht mal der Tod schaffen. Alles mit dem Sand runter, doch wir haben einen Rettungsanker. Den nun verwerfen, goldenen Presslufthammer. Wir schreiben das letzte Kapitel, noch schlecht in Geschichte. Die allerletzte Seite eines peinlichen Bildes. Wir haben den Presslufthammer, den goldenen Presslufthammer. Wir haben den Presslufthammer, den goldenen Presslufthammer. Wir schreiben das letzte Kapitel. Das große Finale des gescheiterten Fossils. Wir haben den Presslufthammer, den goldenen Presslufthammer. Wir haben den Presslufthammer, den goldenen Presslufthammer. Ich werd'